Ergebnis spricht definitiv für uns. Also wir haben die Kugel überragend laufen lassen, wir haben die Gegner laufen lassen, konnten uns so richtig gut Räume erspielen, haben gute Seitenwechsel gemacht und waren, glaube ich, diesmal vorm Tor doch ziemlich eiskalt, könnte man sagen. Pauline, das erste Tor geschossen und dann nochmal gleich zwei hinterher. Wie lautet dein Fazit? Ja, natürlich sehr, sehr positiv. Wir haben eine super Teamleistung heute abgeliefert, haben gut kombiniert, haben uns die Torchancen rausgespielt und diese dann auch konsequent genutzt. Und ich denke, es war einfach ein super Spiel von uns allen. Und dass ich dann noch drei Tore schießen konnte, hat mich natürlich dann nochmal sehr gefreut. Tabea, dein erstes Tor heute in der Nationalmannschaft. Wie fühlt es sich an? Es fühlt sich grandios an. Ich habe lange gewartet auf diesen Moment und erst tatsächlich heute gekommen, dieser Moment. Ja, es ist ein kleiner Anfang und ich hoffe, es geht weiter. Almut, das erste Spiel heute als Nummer 1, du hattest nicht so viel zu tun. Nee, das stimmt. Aber die Regel ist, die ich von der Angerer schon gelernt habe, egal welcher Gegner, man kriegt immer irgendwas aufs Tor. Und das war heute wieder der Fall. Wir können froh sein, dass die Ungarn kein Tor gemacht haben, standen zweimal mehr oder minder frei vor mir, aber ja, zum Glück zu null. Ja, ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben uns vorgenommen, viele Tore zu schießen. Ich glaube, es ist uns gelungen bei 12:0. Wir haben den Ball gut laufen lassen und ich glaube, dann auch in der Höhe verdient gewonnen. Unser Plan war, dass wir von Anfang an sehr aggressiv spielen, auf Tore aus sind. Und das haben wir sehr, sehr gut umgesetzt. Wir wussten, dass Ungarn sehr tief stehen wird, dass wir da sehr, sehr viel Bewegung vor dem Ball brauchen, viele Positionswechsel. Wir wollten torgefährlich werden aus sehr vielen Positionen. Das hat auch sehr gut geklappt. Von daher sind wir natürlich sehr zufrieden, vor allem auch mit diesem Ergebnis. Wir haben auch sehr gut über die Außen gespielt. Das war auch das Ziel, vor allem mit unseren Außenverteidigern, die wir sehr weit nach vorne geschoben haben. Also insgesamt hat unsere Mannschaft alles sehr gut umgesetzt und ich denke, auch hochverdient 12:0 gewonnen. Wir haben ja so die Mannschaft aufgestellt nach Trainingseindrücken und die Pauli war ganz klar vor anderen Spielerinnen, die nicht von Anfang an gespielt haben. Sie hat jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie in Nyon mittrainiert, ich glaube mal so 4-5 Wochen. Sie hat sich unheimlich entwickelt in kürzester Zeit. In ihrer Technik. Das war sehr auffällig. Und wie gesagt, sie hat einen guten Eindruck hinterlassen. Das war klar dann für uns, ja, die muss anfangen. Und das hat sie in dem Spiel heute fortgesetzt. Und das ist einfach klasse. Und ich hoffe, sie macht so weiter. Jetzt geht's nach Kroatien. Was erwartet uns da? Ja, ich denke, uns wird da vielleicht ein ähnlicher Gegner erwarten, der sich auch eher hinten reinstellt und nicht so viel für das Spiel tun wird. Damit liegt es eben an uns, dass das Spiel gut gestaltet wird, dass wir uns viele Torchancen auch wie heute herausarbeiten. Dazu gehört erstmal viel Arbeit, aber auch ein großer Wille, Leidenschaft und Engagement. Und das müssen wir genauso an den Tag legen, jetzt am Dienstag wie heute gegen Ungarn. Ich glaube, die Kroaten sind aber doch noch ein Tick besser als die Ungarinnen. Und Wir werden sehen, was uns der Trainerstab da zeigen wird in der Gegneranalyse und dann werden wir uns darauf vorbereiten. Ja, letztes Jahr in Kroatien kann ich mich daran erinnern, dass es auf jeden Fall ein richtiges Schneespiel war, also richtiges Scheißwetter. Ich glaube, Tabea Kemmer hat ihr erstes Länderspiel gemacht. Haben wir souverän gewonnen, aber auch da kam was aufs Tor. Ja, die Iva Landeka spielt da, ich glaube, die Sundorf auch, also ein paar Bundesligaspielerinnen. Ich denke mal, dass sie nach vorne auch wieder was können, so wie Ungarn. Und ja, müssen wir konzentriert ins Spiel gehen, am besten frühes Tor machen und dann läuft das auch.